Oh oh, da baumt sich was zusammen. Da bahnt sich was zusammen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Die wollen angreifen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen und auch erstmal danke, danke vielmals, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt, hier bei mir beim vierten Part von Kingdom Come Deliverance. Genau, also nochmal Dankeschön, ne? Und sehr schön, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, als wir die Nägel aus unserem alten Schuppen, also aus unserem Haus geholt haben und geben die jetzt unserem Vater. Mal gucken. Solltest du nicht die Nägel für Theresa holen? Ah, ich soll der Theresa die Nägel geben. Bitteschön. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ja, die will doch was von uns. Ja, sicher. Wie der guckt. Nein. Ein feines Mädel. So wie der Vater guckt. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Hui, jetzt sehen wir das Schwert. Und jetzt, was tut ihr damit zerschlagen? Ein Stück Holz, oder wie? Hm, nicht schlecht. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Oh, die Stimme kenne ich irgendwoher. Möchtest du es mal schwingen? Ja. Was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Das ist die Stimme von Lord Baelish von Game of Thrones, von Kleinfinger. Der hat genau dieselbe Synchronstimme im Deutschen. Du hast noch viel zu lernen. Ganz safe. Sag deinem Vater, safe. Was dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Oh. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Das ist die Synchronstimme von Jamie Foxx. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Lob hört man doch immer gern. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt.
Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Scarlet beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Es passiert was. Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Oh oh, da baumt sich was zusammen. Da bahnt sich was zusammen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Die wollen angreifen. Nicht gut. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Oh shit, jetzt geht's ab. Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Oha! Habt ihr die Armee gesehen? Das hält die doch nicht auf! Eben! Oh mein Gott! Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Kommt schon! Kommt schon! Und schneidet die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst! Wir müssen die Tore Bewegt schließen! Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf! Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Mach, lauf, steh nicht und guck dumm! Nein! Oh shit! Von hier!
Oh shit, was, ey, was ein Feeling, richtig geil rübergebracht. Richtig geil rübergebracht. Neuen Kodex-Eintrag, auf der Flucht. Wartet mal kurz, kann ich mich mit dem Schwert ausrüsten? Sind wir sogar. Und wie zieht mir... Ja, wie ziehen wir denn eine Waffe? Reite nach Thalenberg, besorg dir ein Pferd. Los, 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 los. Egal, darum kümmern wir uns später. Okay. Wir müssen dorthin. Ich nehme an, wir müssen dorthin, genau. Da sind Gegner. Okay, warte schnell. Reiten. WASD, W plus Umschalt, der, Kanter, kombiniert idealerweise eine hohe Geschwindigkeit mit einem Schonung, dem Galopp, schnellster Gangart, zehrt aber die Ausdauer des Pferdes. Okay, das gucken wir uns dann gleich an. Das kann ich mir eh nicht alles merken. Wir haben keine Chance gegen die, die bringen uns doch um. Neue Kodex, du kannst am Pferd jederzeit... Was? Ah, damit es... Jederzeit rufen, indem du die faltest X. Wo müssen wir hin? Warte mal. Dort. Zu A, okay. Los. Okay. Shit, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, es wär nicht schlau gewesen, wenn ich einfach stehen geblieben wäre und hätte jetzt gekämpft. Reiten oder was? Ja. Eine Blutung. Die Wunde muss verbunden werden, was Heinrich aber noch nicht erlernt hat. Du musst schnell jemanden finden, der dir hilft. Der dir helfen kann. Jo, übertreibt's! Seid ihr behindert? Hallo? Als ob ich das schaffe. Weg da, weg da. Mann, ich schaff das nicht. Ich muss doch irgendwie vom Weg runter oder irgend sowas. Komm, rüber. Ich reite quer. Thalenberg liegt links. Ja, ach nee. Ich weiß, aber mir sind da 1000 Menschen hinterher. Scheiße. Oh, wo hat der gespeichert? Aber nicht da, wo wir vorhin waren. Ah, hier. Ja, okay. Ja, super. Ist ja schön und gut, dass ich, jemanden brauche, der meine Verletzung heilen kann, aber wenn ich so eine Blutung habe und da mir drei Leute nachlaufen, die nicht weggehen. Ich muss vielleicht doch nochmal ganz schnell, lesen, was da steht, wegen dem ganz schnellen Galopp, damit ich vor den Leuten da abhauen kann. Komm, mach, Heinrich. Alter, einfach die Eltern gestorben. Oder? Wie ziehe ich mein blödes Schwert? Ah, mit X kann ich tatsächlich das Pferd rufen. Das war nicht Absicht. Okay, folge dem Pfad, Umschalt. W plus Umschalt, der Galopp. Ah. Wenn ich noch schneller W drücke. Also zweimal W drücke, Umschalt. Ach, zweimal Umschalt dann. Los, X. Oh, das war nicht so schlau. Oh, die kommen! Mann! So. Zweimal. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Okay, das verbraucht aber auch Ausdauer, das ist... Okay, gut, das kennen wir schon. Kann man das wegdrücken? Überspringen, ja, das kennen wir schon. Los.
Los, los, los. Ja, was denn? Die sind noch schneller. Aber nicht so schnell reiten, könnt ihr nicht schießen. Nein! Noch komm schon! Wo bin ich denn? Los, 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 los! Du bist gleich draußen! Ich steck hier fest? Los! Verdammt! Vielleicht muss ich es einfach nur ganz knapp dahin schaffen. Oh, die sind nicht mehr hinter uns. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Ja, ja, ja. Ich sehe es auf der Karte. Verlieren wir Leben? Oh, die sind immer noch hinter uns. Oh, komm schon, Pferd. Das schaffen wir nicht. Scheiße, komm schon. Ah, doch, das hat gut Ausdauer. Oh, die kommen immer näher. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, 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 komm. Oh, es ist echt so weit. Lauf. Nein! Nein! Ach komm, das schaffst du, Pferd. Ah, verdammt. War aber jetzt auch blöd gewesen, dass ich in diesen blöden, dummen Bach reingeritten bin. Verdammt. Mann, Mann, Mann. Nee, ich will das aber schaffen. Also nochmal. Ich hätte einfach nicht wie so ein Depp vor ihm pfeifen sollen auch. Ich habe sowieso keine Chance gegen die. Ja, das geht auch. Blöd, blöd, blöd. Das war aber auch blöd gewesen jetzt. Gut, aber jetzt schaffe ich es. Jetzt schaffe ich es. Ich muss einfach nicht mehr so dumm rumpfeifen. Vielleicht ein schnelleres Pferd mal aussuchen. Ja, gut, das haben wir jetzt gesehen. Das sind die Pferde von den Rittern wahrscheinlich, die wir hier klauen. Nix pfeifen! Oh, so schlau. Los jetzt. Ich drehe mich jetzt gar nicht erst um. Okay. Komm, komm, komm. So, am besten gar nicht erst umdrehen jetzt. Und hier aufpassen. Ja. Auf der Karte M siehst du alle Orte, an denen du mittels Schnellreise gelangt. Ja, aber das bringt mir jetzt nichts. Schießen links. Die noch? Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Komm, 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 komm. Die schießen immer noch, aber die treffen nicht. Ja, diesmal schaffen wir es, Leute. Als ob die bei so einer Geschwindigkeit mit Pfeilen schießen könnten und treffen könnten auch noch. Oh, die Hälfte der Ausdauer ist schon verbraucht vom Pferd. Ist das so weit weg? Mach. Schon. Ja, du schaffst das. Los, los, los. Ja, hier sind wir vorhin gestorben. Mann! Geht! Sie werden euch umbringen! Los, los, los. Nein! Oh, shit! Oh Mann, so ein Pfeilschuss zockt mir aber auch fast 10-20% Leben. Komm schon.
Nein! Hey, wir... Da hinten ist es! Ich sehe es, ich sehe es! Wir haben es gleich geschafft, Leute. Boah, das ist knapp. Haben wir es geschafft? Ja! Oh mein Gott! Herr im Himmel! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und... Feuer! Wieder! Hand durch! Fuß und Kinder! Seht mal, wir ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor! Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Galitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Skalitz. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Skalitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Skalitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden.
Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. So, boah, Leute, richtig geile Story, finde ich. Richtig geil, bringen sie richtig gut rüber. Wow, auch richtig, ich schwöre, hat mich sogar ein bisschen getroffen, auch wo die Eltern ermordet worden sind. Richtig, richtig geil. Stört mich auch gar nicht, dass die Cutscenes so lang sind, weil die kommen, wie gesagt, wirklich gut rüber. Nein, Herr, ich bin alles durchgegangen. Alles in Ordnung. Nun gut, aber kauf ein paar Fässchen Wein. Mann, richtig gut. Hey, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, Leute. Und wenn ihr wollt, dass ich weitermache, supportet mich ein bisschen, teilt meine Videos, abonniert mich und, genau, liked ein bisschen. Keine Ahnung, ihr kennt's ja, ne? Boah, wir sind ganz schön angeschlagen. Leute, ich muss leider Schluss machen. Wir sind auch schon wieder bei 25, 26 Minuten. Ich will die Parts nicht allzu lang halten, sonst ist das so mühsam, das zu gucken. Du bist der Kerl. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Ich werde gerade weitermachen hier nach dem Part und wir sehen uns dann beim nächsten. Ich wünsche euch einen schönen Abend nochmal. Danke fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.